Herzlich willkommen zurück bei Shadow Warrior. Ja, die ersten Sachen haben wir ja nur erfolgreich hinter uns gebracht. Wir fangen immer noch diesen Golem. Der wohl dieses besondere Schwert hat, was wir dringend suchen. Ich höre doch schon wieder Monster. Da oben sind sie. Treffe ich die? Nee. Treffe ich so nicht? Oh, wie viele das wieder sind. Hack, 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 hack. So, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Da ist noch einer. Bäm, Kopf weg. Ah ja. Gut, der hatte wieder Heilung. Ich finde das Leichensystem ganz cool gemacht. Wenn man hier wirklich alles abhacken kann, wie es sein sollte. Ja. Finde ich gut. Passt zwar der deutschen Regierung wieder nicht, aber das kann mir auch egal sein. Weil es ist ja nicht verboten, das zu spielen. So, komme ich hier rein? Nee. Also mir macht es jede Menge Spaß, auch wenn es brutal ist. Weil eigentlich ist mir das relativ egal, ob es brutal ist, aber das passt hier ganz gut dazu. Aber auch so, das Spielsystem gefällt mir ganz gut. Das ist mal was anderes. Kommt mir vor wie so eine Mischung aus Bulletstorm und Dead Island. Auch sehr bekannte Titel alles. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil von Dead Island. Ich hoffe, dass ich bis dahin Let's Playen kann. Brauche ich aber allerdings einen neuen Rechner. Aber ich denke, das kriege ich irgendwie hin. So, guck mal. Ach, so einen Garten hätte ich auch gerne, glaube ich. Einen schönen Steingarten mit Wasser. Ne, da waren wir jetzt überall. Da ging es auch nicht weiter. Gehen wir mal hier nach unten. Ach, wir sind wieder ganz am Anfang. Und das ist wieder so ein Hase. Ach, Freunde. Wir sind wieder Freunde. How does henchmen pay these days anyway? I hope the death benefit is decent. Ach, nee. Da bin ich auf jeden Fall schneller mit dem Schwert. Und nicht ganz so einfach zu treffen. Okay, so where did that thing go? It's probably looking for a temple. Why? It's a golem. It needs to go back. A temple is a place of power. Well, the biggest one around is the Kapadori Cemetery near my place. Aha. Gut. Wir sammeln hier noch alles ein. Auf dem Weg zum Friedhof. Haben wir noch was? Ach, ein Glücksieks. Was steht diesmal Lustiges drin? So geht höchste Zielkunst. Schieb einfach und nenn das, was du triffst, dein Ziel. Achso, schieß einfach. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine Weisheit. Die sollte man uns hier ans Herz legen. Wir haben wohl volle Munition. Achso, wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Waffen.
1900. Achso, hier kommen wir leider noch nicht zum Bauen. Wir haben auch nur den Revolver. Was kostet das? Laufverlängerung. Erhöht die Präzision um 50%. Der Zylinder besteht aus einer leichten und extrem haltbaren Legierung. Er steigert die Feuerrate um 20%. Hm. Der individuelle Pistolenhahn besteht aus Hartmetall, was ihn extrem belastbar macht. Halte rechte Maustaste gedrückt, um Schnellfeuermodus zu wechseln. Oh, das ist natürlich cool. Aber da müssen wir noch ein bisschen sparen. Dann speichere ich mir die Feuerrate, die um 20% erhöht wird. Okay. Dann kann ich mich gleich auf. Was komme ich jetzt hier nicht raus? Kann ich mich gleich auf Schnellfeuer gehen. Und das so erledigen. Before we do this, I need to know your name. Oh, that's sweet. If you know a demon's name, you can control it. Is that so? That's what all the books say. There's just one problem. It is written that no human tongue can pronounce a demon's name. Try me. All right. My name is Hoji. Hoji. But it's impossible. How did... You must be the one. The one that the prophecy spoke of. Really? What else does the prophecy say? Why, that the one will also believe any goddamn idiot thing you make up on the spot. Get out of my car. Ja. Stimmt. Das mit den Dämonen kannte ich auch noch, wenn man den Namen kennt. Gut, wie sieht's denn aus? Karma-Bonus 27%, verdientes Karma von 80%, gesamte. Huch, wo soll das ganze Geld gelegen haben? Hm. Wir sind nicht einmal gestorben. 6300 Schaden haben wir circa. Ja, das sieht doch ganz gut aus. 180 von 250. Naja, wir schauen mal weiter. Kapitel 2. Der Partybus. Oh my. What happened? Man, the party bus came through here. Am I right or am I right? Finde den Golem und wirkt das bizarre Kage. Zura-Kage, okay. Ja, sind die Partybusse die gemeint hier? Das war ja eine Glanzleistung von mir. Nee, das hätte man sich echt sparen können. Naja, egal. Gut zu wissen, dass Sachen in die Luft fliegen, kann man auf jeden Fall bei Gegnern einsetzen, wie die da zum Beispiel. Na, das meinte ich. Looks like you picked on the wrong human. So. Oh, die das sind. Oh. So, geheilt sind wir auch. Viele plus 3 Sterne. Na, ich weiß ja nicht. Ich fand das eigentlich ganz gut so. Die Frage, ob in den Türen jetzt auch jeweils was gibt. Ob man hier irgendwo reinkommt. Das sieht fast nicht so aus. Guck mal, das Fahrrad brennt. Ist ja lustig. Ah, guck mal da oben. Da oben leuchtet's.
würde ich jetzt auch gerne hinwollen. Hm. Kann ich auch was reinstecken? Nee. Aber wie komme ich denn da hin? Nee, leider nicht. Da oben kommt man auch nicht hin. Oder geht das alles später erst? Nee. Komm, wir kommen ja wahrscheinlich aufs Dach. Nee, kommen wir nicht. Gut. Dann kommen wir da wahrscheinlich später hin. Was ist denn das? Game Arcade. Ach. Das Spiel ist geil. Ach, für das bisschen gab es dann 4 Sterne. Fast. Was haben wir hier wieder? Hotline Miami haben wir schon gesehen. Oh ja, Rodant. Geht leider nicht. Hat Reset hatten wir auch schon gesehen. Ivo Tara. Hier ist wieder Serious Sam. Oh, was ist denn das für ein Typ hier? Das ist ja geil. Ja. Vorhin geschlossen wieder. Ein bisschen Kohle. Jetzt haben wir 2000 zusammen. Ich habe mir überlegt, gerade in der Ladepause. Ob wir nicht einfach warten, ob wir nicht ein Sturmgewehr bekommen und dann gleich irgendwas aufwerten. Ach, genau, das ist nämlich das alte Shadow Warrior. Das gab es nämlich vorher auch, das ist nämlich auch auf dem Index. So sah das mal aus. Bin mir halt nur nicht sicher, ob das Remake jetzt hier auch auf dem Index ist. Ich glaube nämlich fast nicht. Ich habe nämlich nichts entdeckt. Muss mir das aber trotzdem über das Team Österreich besorgen. So, diese Vorhängeschlösser. Aber ihr wisst ja, Index interessiert mich nicht. Solange man sich auf dem legalen Weg die besorgt, ist das alles in Ordnung. Told me what? Hello? So, wo geht's hier rein? Hier oben liegt auch wieder was. Geld. Boah, jetzt ist wieder dunkel hier. Ich mache die Taschenlampe an. Haufen Gesundheit, das macht mir Sorgen, wenn sowas immer ist. Mhm. Karma-Punkte haben wir einbekommen. Oder müssen wir das wieder so machen? Nee. Oder Licht. Aber wir haben einen Karma-Punkt. Das war bekräftigt, glaube ich, ne? Nee. Fähigkeiten. So, Karma-Punkte. Bewegung. Durch Freisetzen des KI-Flusses im Körper lässt sich die Beweglichkeit enorm steigern. Was haben wir denn hier? Wer seine inneren Kraftreserven entdeckt, kann größere Anstrengungen für längere Zeit überstehen. Die Ausdauer erhöht sich um 20%. Lerne, wie man sich KI-Energie zunutze macht und schnell die alte Stärke zurückerlangt. Regeneration, aha. Glück.
KI-Energie fließt in allem, wer weiß, wie man sie wahrnimmt. Profitiert von den intuitiven Einblicken, die sich bringt. Ach, die sie mit sich bringt. Dies wird von einfachen Leuten gerne als Glück bezeichnet. Suchnahe das Herz. Es heißt, der Engel des Körpers werde vom Dämon des Herzens gepeinigt. Es hilft, wenn man weiß, wenn man Dämonenherz verwendet, die Chance auf Dämonen zu finden, 50% erhöht. Das Problem ist, wir können ja bloß eins tragen. Es heißt, das Geld liegt auf der Straße. Wenn man 10% mehr Geld. Du übersiehst nur selten kleinere Objekte, du findest 10% mehr Munition. Nee, das bringt man alles nicht. Kritischer Treffer. Meister der Technik können Feinden an kritischen Stellen tödliche Schläge zufügen. Die Chance, doppelten Schaden zu... 5%. Ist jetzt auch nicht so besonders. Verstand. Wer gelernt hat, den KI-Fluss geistig zu kontrollieren, wird zum Meister seines Körpers. Schmerzkontrolle. Der abgehärtete Krieger lernt, den Schmerz zu ignorieren. Die Basis-GP werden um 10% erhöht. Geschickte Manipulation. Die KI-Energie schützt vor den heißesten Flammen. Wut 1. Der Biss eines verwundeten Tigers ist stärker als... stärker. Fallen deine GP unter 30%, bewirkst du 30% mehr Schaden. Das ist bis jetzt mein Favorit. Sanitäter? Heilen ist leichter, wenn der Adept versteht, dass es eher um KI als um Medikamente geht. Sanipäckte stellen bis zu 20% über die maximale Gesundheit hinaus wieder her. Das ist natürlich auch geil. Meister dieser Technik können ihren Feinden selbst an der Schwelle des Todes noch KI einreißen. Wenn sie fast sterben, erhalten sie einen Schadensbonus von 50% sowie 5 Sekunden Zeit, einen Feind zu töten und seine Seele zu absorbieren. So können sie sich um 50% des Maximums heilen. Nach dem Einsatz ist eine Erholungszeit von einer Minute erforderlich. Erhöhte Wahrnehmung. Gestattet es, gegnerische Geister klarer zu erkennen. Geister erschlagener Gegner erscheinen 20% häufiger. Der Seelensauger ist der Typ geil. Das ist so kurz bevor wir verrecken. Was kommt jetzt noch? Wissen und... Gut. Katana waren wir. Die größten Schwertmeister wissen nur zu gut, dass die wahre Kraft nicht in der Klinge, sondern im Willen ihres Triggers liegt. Lerne, wie du KI-Energie... Ja, das fand ich mit am coolsten ja eigentlich. Eisenkreis. Für den wahren Schwertkünstler ist der Kampf eine Meditation in Bewegung. Durch das Bündeln von KI in einer Drehbewegung kann der Adept alle Gegner erschlagen, die ihn umgeben. Drücke A, DD und halte linke Maustaste zum Aufladen gedrückt und lass. Eisenkreis ist cool. Kenshi? Die Klinge des Schwertkünstlers füllt sich mit KI und seine Streiche werden tödlicher. Wissen. Das Meditieren über KI führt in vielen Formen zur Erleuchtung. Verwende dies zum deinem Vorteil. Dämonentöter. Richtiges Zielen ist der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Erhöht den Schaden am einfachen Dämon um 10%. Göttertöter. Auch der mächtigste Dämon kann von einem geschickten Jäger zur Strecke gebracht werden. Erhöht den Schaden und höhere Dämonen um 10%. Kopfjäger haben wir hier auch noch. Es ist eins, die Waffe deines Feindes einzusetzen. Etwas anderes ist es, deinen Feind als Waffe einzusetzen. Lerne, wie man Dämonenschädel verwendet. Boah. Nutze volle Potenzial der Waffen. Schädel töten 30% schneller. Boah, das ist ja schon mal schwierig. Also einerseits würde ich ja gerne diesen Eisenkreis nehmen. Wo 20% mehr Schaden natürlich auch geil ist. Was macht denn das hier? Ach ja, das haben wir gar nicht gesehen. Die legendäre Technik ist so bewundert gefürchtet. Wie sie beherrscht, kann das KI der Opfer in eigene Lebensenergie umwandeln und sich mit jedem KI-Hieb selbst heilen. Also Favorit ist auf jeden Fall dieser Eisenkreis und dieser Kopfjäger. Ich nehme erstmal den Eisenkreis. Und mit dem nächsten Karma-Punkt machen wir auf jeden Fall diese Dämonenköpfe. Aber das klingt alles sehr, sehr interessant. Wie war das jetzt? DD? Okay, das gefällt mir. Das können wir auf jeden Fall öfter anwenden. Nachladen ist auch manchmal ganz gut. Ja, jetzt haben wir wieder mehr gelesen und mehr gequatscht, als Story gespielt haben.
Tut mir ein bisschen leid, aber das ist halt auch wichtig, die Fähigkeiten. Und ich denke, ihr wollt ja auch sehen, was das Einzelne bringt. Deshalb muss ich jetzt hier leider schon den Part beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Shadow Warrior.